Säuglinge, die gestillt werden, sind auf natürliche Weise vor Infektionen geschützt. Aber immer mehr Mütter produzieren nicht genug Milch, um ihre Kinder zu stillen. Ein erkranktes Baby wird nun zum nächsten Notfall. Leitstelle Köln, Stefan Hörig, mein Name, guten Abend. Und zwar bräuchte ich bitte ganz dringend einen Krankenwagen zum Weitweg 29. Was ist denn passiert? Ja, meine 6 Monate alte Tochter, die ist die ganze Zeit nur am Schreien, der geht's extrem schlecht, hat heute schon den ganzen Vormittag Fieber. Aber wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, was wir machen sollen. Sind denn sonst weitere Symptome auffällig? Gar nichts. Also die ist extrem am Schreien und man kann sie gar nicht mehr beruhigen, ne? Okay, dann legen Sie jetzt bitte auf. Der Rettungsdienst ist auf dem Weg zu Ihnen und alles Weitere klären die Sanitäter mit Ihnen vor Ort ab. Bleiben Sie ruhig. Okay, super. Beeilt euch bitte, bitte. Eltern dürfen nach eigenem Ermessen immer den Rettungsdienst rufen. Kosten fallen nur bei einem Transport ins Krankenhaus an. Diese werden jedoch von der Krankenkasse übernommen. Was ist denn passiert überhaupt? Ja, erzählen Sie mal. Das ist von der Arbeit quasi. Ja. Unsere Tochter geht extrem schlecht. Okay. Die hatte schon total stark Fieber den ganzen Tag. 39. Wie alt ist Ihre Tochter? 6 Monate jetzt. 6 Monate. Okay. Habt ihr gehört? 6 Monate, ne? 6 Monate. Hallo. Erstmal. Ruhig. Hallo. Funke vom Rettungsdienst, ich bin der Notarzt. Was ist passiert? Erzählen Sie mal. Setzen Sie sich mal hin. Okay, mal tief durchatmen. Sie hat seit heute Morgen Fieber und das geht nicht weg. Jetzt hat sie 39 schon. Ja. Ganz ruhig. Wir messen mal einmal. Aber wenn ich sie ablege. Hey. Ich messe mal einmal die Temperatur bei dir. Ohr. In meiner ersten Untersuchung habe ich festgestellt, dass die Kleine Fieber hatte bis 39,3. Und ja, als ich kam, fing sie an zu schreien, als ich sie untersucht habe. Das wollte sie nicht so richtig. Ich habe ein bisschen auf den Bauch gedrückt, da fing sie auch richtig an zu schreien. Zusammen mit den Erklärungen der Mutter und des Vaters war erstmal am naheliegendsten, dass sie einen kleineren Infekt hat, was Kinder in dem Alter, also mit 6 Monaten, ja sehr häufig mal haben. Was ist mit der Windel? Halber Tag schon drauf, ist nichts drin, es ist alles trocken. Sie spuckt das Essen aus, die isst nichts, ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Wolltest du mir noch mal einmal deine Hand geben? Zeig mal her. Genau, schön festhalten. Darf ich mal gucken? Im Weiteren habe ich dann festgestellt, dass die Haut des Kindes sehr trocken war. Man kann also die Hautfalte ein wenig hochziehen. Und wenn die stehen bleibt, ist das ein Zeichen dafür, dass der Körper zu wenig Flüssigkeit hat. Ein bisschen dehydriert, ne? Ist halt schon sehr trocken, ne? Also, Sie auch sagen, sie trinkt nicht viel, sie spuckt alles wieder aus. Deswegen würden wir sie jetzt mitnehmen in die Klinik, damit man jetzt abklärt, wo das Fieber herkommt. Ja, wir müssen sie auf jeden Fall mitnehmen, muss ja abgecheckt werden. Ne? Also, herkommt. Zu wenig Wasser im Körper, man nennt das im Fachausdruck eine Dehydrierung, ist gerade bei Kleinkindern sehr schnell dramatisch. Sie haben sehr viel weniger Kapazitäten, das heißt, die dehydrieren sehr viel schneller als wir Erwachsene. Und Wasser, genügend Wasser im Körper ist absolut wichtig zur Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, dass man vernünftig denken kann, sich bewegen kann. Das ist für alles wichtig. Die ist nichts mehr, alles was ich gebe der Fläschchen. Ich habe keine Muttermilch leider mehr. Ich gebe der Fläschchen. Haben keine Muttermilch mehr, halt. Sie war 2 Wochen, dann war es weg. Wir haben alles versucht. Ach so, aber seitdem nehmen wir auch das Selbstschutz. Ich fühle mich schon so schlecht, dass ich nicht stillen kann. Da können Sie ja nichts für. Also man muss ja sagen, meine kleinen Kinder haben ja schnell. Gut, aber was soll ich denn machen, wenn ich keine Da können sie auch nichts für. Wenn Mütter nicht stillen können, ist das für sie immer eine sehr große Belastung, weil man macht sich Vorwürfe, wenn das Kind irgendwas hat. Das liegt jetzt daran, dass ich nicht stillen kann. Ich bin keine gute Mutter. Und so führt das dann dazu, dass Mütter dann häufig auch in Depressionen enden. Gerade als Phil Funke den Transport des Babys in die Notaufnahme vorbereitet, drückt die Großmutter mit einem schockierenden Geständnis heraus. Ich muss was beichten. Ich habe von meiner Nachbarin, die habe ich durch Zufall mitgehört, dass sie Muttermilch verkauft. Warte mal. Und wenn ich auf die aufgepasst habe, dann habe ich da Muttermilch geholt und habe es der Kleinen gegeben. Aber ich habe es ja nur gut gemeint mit dem Kind. Sie? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wie kommst du? Sie haben Muttermilch gekauft. Ja, von der Nachbarin, und weil die das übers Internet verkauft. Und die Muttermilch haben Sie? Habe ich der Kleine gegeben. Ich wollte doch was Gutes für mein Enkelkind machen. Ich wollte doch nicht, dass das so passiert. Ja, ob der Nachbarin oder nicht ist, ist egal. Sie kommen nicht von oben.
Ja, ist doch nicht. Mutter mitkaufen da oben. Ja, ich wollte dem Enkelkind was Gutes, ja, weil sie keine Mutter mehr. So, jetzt mal ganz, ganz ruhig. So, jetzt mal hier ein bisschen den Ball flach halten. Jetzt Anschuldigungen jetzt, helfen jetzt auch genau. keinem. Genau. Wir müssen ne? dem Kind jetzt erstmal helfen. Ja, der Notarzt ist da. Ja, okay. Bitte. Für den 1NF1 kommen. Ich muss mir das angucken. Ich muss mir das angucken. Von komischen Menschen. Ja, ich brauche mal eine Zuweisung. Kind. Die Rettungskräfte sind alarmiert, bewahren aber vor den Eltern Ruhe. Durch Muttermilch können Krankheiten übertragen werden. Auch lebensbedrohliche wie HIV. Melde mal an, wir haben hier 6 Monate altes Kind mit Fieberkrampf auf jeden Fall. Klinik am Südring, Notarzt begleitend. Ich bleib noch kurz an der Einsatzstelle. Während der junge Vater mit in die Notaufnahme fährt, will Rettungssanitäter Franco Fabiano mit Mutter und Großmutter die Nachbarin zur Rede stellen. So, jetzt gucken wir mal in Ruhe. Wo ist die Milch? Ja, ich habe die von oben gekauft. Jetzt habe ich ja keine. Gut, dann da. Gehen Sie mal nach vor und dann zeigen Sie mir mal, wo Sie diese Milch besorgt haben. Wir haben die Nachbarin aufgesucht, weil die Großmutter uns eigentlich reinen Wein eingeschenkt hat und hat erst mal erzählt, wo die Milch überhaupt herkommt. Wobei die Tochter davon nichts wusste. Und dann sind wir eine Etage nach oben gegangen zu der Nachbarin, um das mal aufzuklären. Guten Tag. Mama, Mama, was hast du mir für Milch verkauft? Wie bitte? Mein Enkelkind ist krank. Okay. Warum verkaufen Sie überhaupt was zu essen? Okay, jetzt, wir schließen noch mal gerade über hier. Hallo. Hallo. Rettungsdienst Köln, hallo. Ja. Fabiano, mein Name. Wir haben hier so ein kleines Problem. Ja. Unten gab es jetzt einen Zwischenfall mit einem kleinen Kind. Ja. Und man hat jetzt gesagt, diese junge Dame oder die beiden. Ja, mein Nachbarn. Ja, die Milch, die das Kind bekommt, wäre von hier. Hast du nichts Besseres zu tun, als seine Körperflüssigkeiten über Internet zu vertreiben. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Die Kleine ist gut, krank. Können wir mal reinkommen? Und ja. Können wir reinkommen? Ja, dann kommen Sie rein. Okay, gut. Ja. Hallo. Keine Angst, ne? Wir tun nichts. Ja? Okay, gut. Wo haben wir denn diese Milch? Ja. Ah, okay. Ach, Mann. Wo haben wir denn... Wo haben Sie denn diese... Wie sieht das denn hier aus? Ist das jetzt richtig? Sie haben die Milch... Wie sieht das hier aus? Wieso? Das, du hast hier die Milch gekauft? Ja, Entschuldigung, ich hab sie immer vorne. Das ist nicht mal gekühlt. Da steht ein Tee daneben. Ja. Das ist überhaupt keine Hygiene hier. Du bist doch bekloppt. Hallo? Als ich im Wohnzimmer kam und sah dann die Verpackungen und diese Milchprodukte auf dem Tisch, ja, habe ich schon gemerkt, hier ist nicht was ganz koscher. Ja, das... Ist gut, also verpackt, bevor ich wollte das jetzt auch eigentlich in Moment mal, gut verpackt? Ja. Gut verpackt? Ich habe ja auch hier noch Moment, so Sie sagen mir jetzt, dass die, seit ja. wann liegen die denn jetzt gerade da, die Milch? Schon mit ein bisschen Zeit, weiß ich das nicht gar nicht. Ich wollte jetzt in Karton verpacken und wegschicken, also. Sie wissen schon, dass es eine Kühlkette gibt und die unterbrochen wird, wenn Sie die nicht ausreichend kühlen. Ja, aber das ist ja schön gekühlt, gefroren. Naja, nee, aber nicht so. Das ist nicht ganz. Aber Ihnen geht's nicht gut, sehe ich gerade. Ne? Wollen Sie sich mal gerade setzen? Ja, ich glaube, also. Gut, schon seit Tagen. Mal hin. Was ist seit Tagen? Ja, seit Tagen. Also, ich habe auch nicht mehr abgepumpt seit Tagen, weil ich habe Fieber und mir ist übel und ich bin einfach schlapp, müde. Jetzt mal. Ihm geht's nicht gut, nur ich sehe hier drin auch keine, sag ich mal, Normalerkältung. Ja, ich fühle mich einfach schlapp, mit den Muskeln weh. Muskel? Ja, also alles tut irgendwie die ganze Körper tut. Wie lange haben Sie das schon? Ja, seit ein paar Tagen, das ist richtig extrem so. Was Sie meinten Sie mit nicht normaler Grippe? Ja, das müssen wir jetzt erstmal klären. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal den Notarzt anziehen. Haben Sie sich mal im Spiegel geschaut? Ja. Ist Ihnen was aufgefallen? Bitte? Ist Ihnen mal was aufgefallen? Was heißt das nicht normal? Ihr ging es nicht gut, sie war kaltschweißig, sie war aber auch gelb. Das ist ein Ikterus, das heißt, das kann eine Lebererkrankung sein. Zumal die Symptome, also dieser RATZ, dieser reduzierte Allgemeinzustand, das war alles so ein Bild dafür, dass sie sehr wahrscheinlich eine Erkrankung hat, der Leber. Und das war für mich auch mal ein Indiz, noch mal den Notarzt zu rufen. Nee, wir sind gerade noch vor der Tür. Ja, schick mir den Doktor mal hoch, ich muss hier mal was klären. Der soll einen Rucksack und die 0816 mitbringen, ja? So. Wieso? Geh mal was hoch. Ja, der Phil kommt hoch, der weiß Bescheid. Phil Funke ist sofort klar, dass sein Rettungsassistent bei der mit ihrer Muttermilch handelnden Nachbarin eine ernste Erkrankung vermutet. Hallo, grüß dich. Ich bin jetzt hier oben. Was ist denn hier los? Ich habe hier die junge Dame, die ihr ganzes Zeug hier abpumpt. Mit dem Milch. Die für vorne, im Schwarz, die. Genau, richtig. Das Problem ist erstens die Milch.
Die hat keine Kühlkette, gar nichts. Aha. Die pumpt hier ab seit weiß nicht wie lange schon. Nur ich sehe ein ganz anderes Problem. Sie ist schlapp. Das ist aber keine normale Erkältung. Sie ist gelb. Mhm, muss mal die Augen anschauen. Weißt du, was ich vermute? Guck's dir mal an. Ich gucke mal. Okay. Ja? Aber dann haben wir schon mal den Übeltäter für die. Ja, ja, richtig. So, genau. Hallo, guten Tag. Hallo. Grüß Sie, Funke, der Notarzt. Erzählen Sie mal, der Kollege hat mir gerade schon ein bisschen was erzählt. Heido. Ja. Was ist los mit Ihnen? Ja, in den Tagen fühle ich mich schlapp. Ja, halt so eine Grippe, denke ich mal. Ne? Aber seit wann geht das jetzt schon? Ja, seit Tagen. Also jetzt extrem seit Tagen, dass halt, dass ich schlapp fühle. Einfach weil schlapp. Was uns jetzt so aufgefallen ist, Sie sind total gelb im Gesicht. Sind sonst irgendwelche Erkrankungen bekannt bei Ihnen? Nein, sonst nichts. Okay. Wenn man gelb wird, das kann immer auch auf Lebererkrankungen hindeuten. Ne? Wirklich? Das muss man wirklich mal nachgucken. Wir stellen uns einen zweiten RTW nach. Du wartest hier, ich fange in die Klinik. Genau. Okay. Wir müssen Sie nur darauf aufmerksam machen. Ja. Das Ganze ist leider Gottes. Ist maximal illegal. Ne? Nicht das nur das. Maximal ist illegal und gefährlich. Wir müssen das Gesundheitsamt müssen wir informieren. Ja. So schlimm? Das ist meldepflichtig. Ich bin total schockiert jetzt. Ja, das glaube ich nicht. Wie lange braucht ihr das, um das genau zu wissen, ob das tatsächlich so ist? Erstmal habe ich mal einmal. Hatten Sie mal tief durch, ne? Also ja. Hepatitis kann bei ihr natürlich sein. Aber man muss dazu sagen, dass Hepatitis über Muttermilch übertragen wird. Das ist quasi ausgeschlossen. Ne? Man wird das überprüfen. Ist sie geimpft gegen Hepatitis? Okay. Man wird im Krankenhaus dann auch jetzt zusätzlich noch mal eine passive Impfung machen, ne, wenn jetzt die Erreger tatsächlich reingekommen sind. Und dann ist für Ihre Tochter da keine große Gefahr. Sind Sie sich sicher? Ich bin mir da wirklich sicher. Ne? Als wir dann rausgefunden haben, dass die Milch von der Nachbarin kam und die Kühlkette dort nicht eingehalten ist, lag dann sehr nahe, dass dort einfach irgendwelche Keime, Bakterien, Viren, ich sag mal, gewachsen sind und die jetzt auf das Kind übertragen wurden. Das heißt, vermutlich hat das Kind nur einen einfachen Magen-Darm-Infekt oder auch einen kleineren Atemwegsinfekt, der höchstwahrscheinlich nicht weiter gefährlich ist und das Kind in wenigen Tagen wieder fit auf den Beinen ist und ein geruhsames weiteres Leben führen kann. Eine Sache ist jetzt auch noch wichtig. Ja. Haben Sie sonst noch irgendwo diese Milchpräparate? Nee, ich habe jetzt hier in der Box halt, ne? Oh ja. Und dann hier die, ne? Gut. Ich fahr jetzt mal, du kannst zusehen, wo du bleibst. Sieh zu, dass ich jetzt wegkomme, ja? Ja. Hast du da alles in Ordnung? Ja, ja. Hast du, okay. Sonst würden wir Sie gleich auch machen. Ihr seid auf jeden Fall angemeldet. Ich kümmere mich um den Rest. Alles wird gut. So, was ist da mit den Damen da drüben? Das sind nur Ihre Freundinnen? Das ist meine Freundin, ja. Wir haben das ja zusammen hier gemacht, das Abpumpen. Also, ah, ja. Okay. Da haben Sie ja mal richtig hier eine Fabrik aufgemacht, wa? Oder? Ja, nicht gut, aber müssen Sie auch für die Zukunft für dich sein lassen, ne? Das geht richtig in die Hose. Bei dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt gesehen haben, ja, das war schon ein Szenario. Man hat gesehen, die Nerven lagen blank, die Mutter, die Großmutter hat sich Vorwürfe gemacht. Ja, es ist eine illegale Geschichte, keine Frage, man macht sich auch damit strafbar. Aber im Endeffekt, ja, Glück im Unglück, sage ich mal. Weil wir glauben auch, dass das Kind jetzt keine Nachwirkungen bekommt durch diese Muttermilch und dass alle auch wohl genesen auch wieder nach Hause gehen können. Tatsächlich wurde bei der Nachbarin eine akute Leberentzündung diagnostiziert. Ihre Muttermilch war leicht verkeimt, was zu Fieber und Erbrechen bei dem Baby geführt hatte. Der Säugling hat sich nicht mit Hepatitis infiziert und ist wieder wohlauf. Die Nachbarin muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.